ist ja ursprünglich nur ein Vermittlungsprojekt. Okay. Und wenn wir das verkaufen, dann verkaufen wir es für die Künstler und die kriegen dann das Geld. Ja, ein Kunstimbiss. Ja, ja. War klasse. Ja. Also wir haben den Imbisswagen zum Objekt gemacht und haben dann so eine kleine Galerie gestaltet. Werden ungefähr 100 Künstler vertreten, was ja, wenn man sich mal überlegt, wie viele Künstler in einer Galerie vertreten sind, unglaublich viel ist, weil man muss sich ja auch darum kümmern, man muss den Kontakt halten und das ist natürlich ein ganz tolles Medium, um einfach auch öffentlich zu sein. Dann haben wir eine Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und über Kunst zu reden und über auf Umwegen auch über Kunst zu reden. Ich finde das Konzept sehr schön, so auch Kunst. Menschen, die vielleicht zufällig vorbeikommen, nahe zu bringen. Haben Sie von diesen 50 Schülern, oder 58 glaube ich waren es, immer zu zwei zusammengetan und haben sich einen Künstler ausgesucht und haben über den praktisch ein kleines Exposé geschrieben. Also das habe ich dann noch rausgenommen aus dem, wo Sie es ausgesucht haben, damit das hier nicht ganz leer ist. Das Papier wurde leicht angekokelt. Danach wurde das Bild auf Baumwolle gedruckt und am Ende auf Holz aufgezogen. Ich und meine Freundin hatten uns halt so ein Bild ausgesucht. Und erstmal war ich also ein bisschen so uninteressiert, weil ich fand das ein bisschen langweilig. Desto mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter fand ich es halt, weil es schön war, mehr darüber zu erfahren. Es gibt immer noch keine Currywurst. Pommes mit Mayo. Wir haben das ja im Grunde so als so ein kleines, erstmal so ein Start, so ein Versuch gedacht. Und ich würde sagen, da hat sich das ganz toll bewährt. Also es hat mich der Kunst ein wenig näher gebracht, und zwar den Künstlern. Und ja, also ich finde das eigentlich eine tolle Idee und würde es vielleicht auch, wenn später, vielleicht auch mal selber machen. Also, wenn man in die Kamera gucken will, muss man nach rechts gucken, nicht nach links. Einmal Currywurstgröße. Ich habe dieses Bild gekauft, weil ich mich spontan verliebt habe.